YouTube. Es wird mal wieder Zeit, mehrere kostenlose Indie-Horrorspiele zusammenzuwursteln und in ein Video zu verpacken. Wir spielen heute eine bestimmte Anzahl, ich weiß noch nicht wie viele, aber es werden einige werden, von kostenlosen Indie-Horrorspielen. Wir starten mit Depart, ein Spiel, das ich schon ewig auf der Liste stehen habe, aber ich bin noch nie dazu gekommen, es zu spielen. Es soll sehr gut sein, deswegen dachte ich mir, okay, starten wir damit und dann kommen noch ein paar andere Spiele hinten dran. Und wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt bei diesem ganzen Irrsinn, den ich hier im Internet betreibe, dann auf jeden Fall bewerten und sehr, sehr gerne kommentieren, denn Kommentare sind das Mana, das meine Seele am Leben erhält. Und nur wegen diesen Kommentaren kann ich weiterhin Unzucht im Internet betreiben. Man drückt Play und ist direkt im Spiel. So lobe ich mir das. Genau so will ich das sehen. Das hier soll die Zukunft des Indie-Horrors sein. Solche Worte werden in den Mund genommen, wenn man von diesem Spiel hier spricht. Dementsprechend bin ich natürlich gespannt. Shoot. Okay, wir sollen uns hier durchballern. Dann ballern wir mal los. Der Mann, der hinter diesem Spiel steht, der hat Ahnung von Horrorspielen. So viel kann ich schon mal verraten. Hier drüben ist eine Knarre. Die brauchen wir. Und ein Tee. Ein kleines Tee. Tee für... Trollt euch. Dann drehen wir hier mal dran. Was mache ich da? Das Gitter wahrscheinlich hochziehen. AFK. Böse. Und ein Alien. Ja, AFK gehen ist böse. Das macht man nicht. Und jetzt kommt diese sehr geile Optik, die das Spiel hat. Die Immersion ist natürlich irgendwie enorm. Es fühlt sich so an, als würde man echt die Knarre halten. Oh, wir können sogar nachladen. Und warum hast du jetzt schon so blutige Hände? Wo hast denn du deine Fingerchen reingeschoben? Hallo? Wow! Okay. So eine Nummer wird das also, ne? Das wird wieder so eine Nummer. Also die Optik finde ich sehr geil. Und es ist auch noch kostenlos, das Spiel. Hallo? Ich sollte aufhören, in irgendwelchen Crack-Hütten rumzuhängen. Das einzige Problem ist, du kannst es nicht so smooth steuern. Man merkt, das ist immer so ein bisschen hakelig abgehackt. Was mich jetzt nicht unbedingt stört, aber natürlich wäre eine saubere Bewegung schöner. Story gibt's keine. Ich bin einfach hier gelandet. Boah, das Licht blendet. Oh nein, hier ist Blut. Ich meine, ich habe Blut an meinen Handschuhen. Ist das eine Kamera? Auf jeden Fall habe ich jetzt Licht. Was zur Hölle? Jetzt habe ich ihn verärgert. War die Maske schon davor da? Oder ist hier jemand, der Spielchen mit mir spielen will? Ich habe einen sehr nervösen Triggerfinger, okay? Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken, dass ich irgendwo auf irgendeine Taste gekommen bin. Oh shit.
Du willst dem Irren doch nicht nachlaufen, Junge. Game Crash? Nee, es hat geladen. Und es hat gespeichert. Okay. Alter, ich bin jetzt schon wieder ganz angespannt. Aber zugegeben, ich fühle mich besser wegen Waffe. Da atmet doch irgendjemand. Schießen. Okay, warte, er sagt aber this way. Lass nochmal zurück. Oder ist das eine Falle? Ich meine, da hinten atmet irgendjemand. Irgendjemand braucht anscheinend sogar medizinische Hilfe. Okay, ich habe erst eins hochgelassen. Hallo? Hat aufgehört. Nein, er atmet weiter. Ich bin Mediziner. Kann man sich ducken? Nope. Ich kann Erste Hilfe. Kann ich sogar wirklich. Sieht aus wie in meinem Keller. Original mit dem Wasser. What the fuck? What the f- Oh mein Gott, mein Herz ist stehen geblieben. Was ist das für ein grüner Pisser? Ey, ich gehe auf Nummer sicher. Hier bekommt jeder noch eine extra Kugel. Klassisches Bangkok-Drogenlabor. This way. Hiya. Ich bin auf der anderen Seite von diesem umgekippten Schrank. Oh Gott, du schon wieder. Ich weiß nicht, ich würde einem Mann, der blutige Handschuhe hat und eine Knarre hat, nicht verarschen. Ich weiß nicht, ist keine gute Idee, mein Freund. Sowas kann schlimm enden. Da kommt doch gleich was, oder? Das ist mir eigentlich alles ein bisschen zu ruhig. Boah, ich hasse diese Geräusche. Was war das? War das eine Kettensäge? Bauarbeiter, draußen. Ne, irgendjemand jammert hier. Ach komm schon, Alter, wie lebensmüde muss man sein, dass man da durch will. Wir haben hier eindeutig Menschen gewohnt. Hier sind Betten, Schränke. Hallo? Was? Wo?
Mach ihn kalt! Oh Gott! Oh, ist das, was sind das für Typen? Oh mein Gott! Retry, ja bitte. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Ich muss die auf jeden Fall wegballern. Denn die hauen mich zu Klump. Lad durch. Gott, das waren sogar drei. Alter, was sind das für Freaks? Kannst du mal bitte weg? Ich muss da nämlich... Danke. Ah, das Spiel ist schon ganz schön psycho. Okay, warte, jetzt habe ich das hier geöffnet. Waffe ist geladen, da hinten ist Licht. Oh, verflucht! Okay! Alright, er will mich niederdancen. Ja. Die Atmosphäre ist wirklich großartig. Ich kann schon verstehen, warum das Spiel so einen Hype hat. Es gibt auch so ein paar Spiele, die haben jetzt diese Optik versucht nachzuahmen. Auch das mit dieser Waffenhand. Es ist ja immersiv und man könnte daraus bestimmt ein großartiges Spiel machen. Also ich finde diesen Ansatz sehr, sehr stark. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Spiel. Bis gleich. Das nächste Spiel wirft uns direkt rein und hat den wunderschönen Namen The Tape. Es geht um wahrscheinlich ein Tape. Spekuliere ich jetzt mal ganz frech. Und ich denke mal, das wird es sein. Eine VHS hat man mir einfach so vor die Tür gelegt. Willkommen. Okay, was ist das hier? So eine Art Studentenwohnheim? Sieht aus wie eine Studentenbude. Ein Bett, eine Lampe, Badezimmer. Mehr braucht man ja auch nicht. Ein Schrank, ein Kleiderschrank brauchst du nicht. Studenten haben eh nur 5 Klamotten, wenn es hochkommt. Mehr haben die nicht. See you at 3 a.m. Ich sehe dich 3 Uhr morgens? Red Security Level. Hab ich nicht. Habe ich auch nicht. Aha. Ruinen. Ach, das ist der Flur hier, bloß eben damals noch, als alles noch nicht neu saniert wurde. Was ist das denn? Würfel mit einer 6 drauf und ein Bild. Atme, Junge, atme. 1, 2, 3 und die gute alte 4. Sieht aus, als müsste man da Bilder hinhängen. Eins haben wir, aber wohin? Keine Ahnung. Ach, das ist so ein typisches Studentenverbindungsding. Ein Blutritual. Klassiker. Habe ich schon 1, 2 hinter mir. Immer wieder aufregend, die Nummer mit dem Blutritual. Da drüben ist noch ein Bild. Okay, ich habe noch ein mysteriöses Gemälde gefunden. Die Damentoilette, da darf ich doch gar nicht rein. Ladies? Die Herrentoilette? Eigentlich eher die Herren duschen. Denn ich sehe hier kein einziges Klo. Ein rotes Karo. Ah, guck mal hier.
Die Red Keycard. Genau das, was wir gesucht haben. Die Küche. Eine 2. Ein beschädigtes Gemälde von einem Kind. Ich habe eine 2 gefunden und eine 6 gefunden. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Okay, wie kann ich da an dem Schloss dann rumspielen? Eine 6. Und hier unten vielleicht die 2. Also wir haben 2 Zahlen. Gut, dann schauen wir mal im Gemeinschaftsvideoraum uns einen netten kleinen Film an. Ein altes Radio. Das ist genau die Art von Radio, die ich liebe. Unheimliches Gebrabbel. Willkommen bei Radio Unheimliches Gebrabbel. Hier gibt's 24/7 Unheimliches Gebrabbel. Ist das der Flur? Mit den Studentenzimmern? Tape 1. Jede Menge Blut. Erinnert ein bisschen an Sinister. Wie hieß der Typ nochmal? Bogul? Der kommt gleich durch den Monitor und grapscht uns. Ist das unser Verbindungshaus? Was steht da? Krank? Handabdruck. Okay, da hinten steht irgendjemand. Den hat er nicht gesehen. Und irgendein merkwürdiges Symbol. Ha, die Person ist weg. Ende. Das scheint dieses Gebäude hier zu sein. Ich brauche noch mehr von diesen Würfeln. Ich habe 2 gefunden. Wir gehen jetzt erstmal in den roten Raum. Hier liegt kein Würfel oder so, nee. Halten wir mal die Augen offen für Würfel. Storage Room Key. Was? Es ist fast entkommen? Haben die da irgendwas im Keller eingesperrt? Und es hängen Bilder von dem Gebäude hier einfach so an der Wand. Ja, das ist auf jeden Fall das, was eben gerade in dem Tape drin war. Elegant. Kann man machen. Okay, wir haben 2 Gemälde, 2 Würfel. Die 2 würde ja passen, aber die 6 passt nicht, was Reihenfolgen angeht. Und die Zeit rennt. Turn off. Wie kann ich die VS wieder rauskriegen? Hier. Ach, der muss die wirklich noch zurückspulen? Verdammter Realismus. Dankeschön. Tape 1, Tape 2. Rein die Mutti. Noch ein Symbol.
war das im Video oder war das in der Realität, in Anführungszeichen? Mal Blut. Okay, mein Herz wummert. Wir kommen der drei immer näher. Zeig mal die Bilder. Zweites Video war das hier. Vielleicht ist das dann für die zwei gedacht. Die Tür ist zu. Er ist eigentlich runter in den Keller. Ist hier unten irgendwas im Keller? Vernagelt. Schön alles zugenagelt, ne? Wo ist hier eine Standuhr? Klang wie eine Standuhr. Tja, Junge, du solltest rennen. Langsam wird die Zeit nämlich ziemlich eng. Hier ist nirgendwo eine Uhr. Das Einzige, was eine Uhr ist, ist das Ding hier. Okay, mir fehlen auch immer noch Gemälde. Ach, ich habe Ausdauer. Das sehe ich jetzt erst, die kleine Leiste da unten. So, das Bild könnte die 2 sein wegen Tape 2. Maybe. Hier war sonst nichts. Der Keller wäre halt interessant. Stimmt, Storage hatten wir noch. Schlüssel gefunden. Das ist dann die 1. Old Drawer. Table, Shower, Counter. Die Duschen waren unten. So, warte mal. Das müsste dann die 1 sein, wenn es wirklich nach den Videokassetten geht. Spinnen jetzt plötzlich die Lichter rum. Ja, langsam verspüre ich so einen leichten Zeitdruck. Drei. Sechs. Drei, zwei. Zeig her das Ding. Wie kann ich dich drehen? So. Woher weiß ich die Reihenfolge? Zwei, drei, sechs. Ist es das? Nö. Schauen wir nochmal die Würfel an, aber steht ja bei den Würfeln auch nichts dabei. 2. Ja, wer hat 6, 3, 2 müsste es eigentlich sein, weil er es ja in der Reihenfolge gesagt hat. Ich glaube, so stand es hier oben, ne? Sechs. Ich habe alle Sachen durchprobiert. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. So, jetzt kann ich das hier drehen. Können wir das öffnen? Yay. Und noch ein Schlüssel. Perfekt. Dankeschön. Würde ich sagen, ballern wir uns direkt erstmal Video rein. War das das Richtige? Ja. Nein, es war das Falsche.
Aus. So, Teil 3. Teil 3 von Buguls Home Videos. Ja, das ist auf jeden Fall das Gebäude, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Das Symbol. Das, glaube ich, ist auf dem Bild, was wir schon haben. Jemand hat Steine gestapelt. Ein Zahn. Alright, what the what haben wir uns da eben gerade angesehen? Hau mal raus das Ding wieder. Gut, Friends, eine fehlt noch. Wir haben Schlüssel bekommen. Das war das Symbol, oder? Ich meine ja. Das denn hier? Och nö, ein Rätsel. Ein Rätsel. Wo fangen wir an? Boah. Da sehe ich Zähne. Moment, das hier. Ich sehe ein Gesicht. Okay, das war es sogar wirklich. Aha. Das Passwort ist im Tape. Okay, let's go. Wir haben die Zeit im Nacken. Moment. War es jetzt das hier? Ich hätte es mir genauer merken sollen. Naja, wir werden es jetzt gleich wissen. Here we go. Was für eine kranke Kacke. Ist eine coole Idee, ne? Mit den Videos. Okay, mir fehlt immer noch ein Bild. Inside the tape. X.xx. Ist das eine Zeitangabe? Ein Datum? Lass uns mal angucken. 12.13. Vielleicht auch 7.30. Okay, probieren wir es mit 7.30. Zeit drängt. 7, 3, 0. Yes. Das letzte Bild, du. Das letzte. So, hier war das. Hier war das. Long Door Key. Was ist denn der Long Door? Ist das die Long Door hier drüben?
What? Was für ein Übergang, Alter. Hi, it's me, Laura. I haven't heard from you in a long time. I know it's hard to come back from the stuff that happened to you. To let it go and continue with your life. It will get better in time. It has to. And you can talk to me. Just please open up and let me see you. Okay, hat er das überlebt? War das der Typ, der eventuell... Okay, wir sind zwar schon im nächsten Spiel, aber nochmal zum anderen Spiel zurück. War das der Typ im Video? Ich meine, klar, ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt, aber sowas kann man natürlich auch überleben, es ist möglich. Oder war es einfach wirklich nur der Typ, der all diese Dinge hier gesehen hat und dadurch so verstört ist, dass er sich zurückgezogen hat in sein luxuriöseres Apartment und nicht mehr das minimalistische Leben eines Studenten leben möchte. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben und jetzt geht's mit dem Schlafexperiment weiter. Ist nur eine Demo, wir schauen rein. In the year 1940, in a secret laboratory deep within the Soviet Union, a group of ambitious researchers embarked on an experiment that was meant to change the course of history. Their goal was to create invincible soldiers, individuals capable of staying awake and fighting in the most challenging conditions. To achieve this, they devised a dangerous and controversial experiment, subjecting human subjects to extreme sleep deprivation. Many considered the sleep experiment a failure, and a cautionary tale about how far science should not go in pursuit of progress. But I believe the experiment was a success, and you will find out why. Okay, die Stimme war sehr, sehr künstlich. Wahrscheinlich eine AI-Stimme, aber irgendwie ist das ja eh die Zukunft der Dinge, ne? Was haben wir denn hier? C4. Ich weiß nicht, ob ich daran rumspielen sollte. Ich meine, an C4 rumspielen, ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Nun, in dem Spiel geht es um die Schlafentzugsexperimente der Russen. Gab es ja wirklich. Aufmachen! Ja, also, warum nicht gleich so? Sehr, sehr grausame Experimente. Gibt's einige Informationen, aber leider auch ziemlich viel Fake. Weil viele Leute halt das noch so ein bisschen überdramatisieren wollen. Es war schon schrecklich, aber ihr wisst ja, wie das Internet ist. 9210. Hallo? Hey. Das summt die doch, oder? Oh mein Gott. Wo ist die Treppe hin? Toll, großartig. Eingesperrt mit einem verrückten Geistermädchen. Kleine? Ich kann dir helfen. Ich bin sowas wie ein Geisterexperte, also... Du hast großes Glück. Okay, ich verliere meinen Verstand. 3 Minuten Schlafentzug war schon zu viel. Hallo, kleines Kind. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Was willst du? Wow. Mach die Tür auf. Ich bin wieder bei der Bombe. Okay, hab ich 9? Oh. 9, 2, 1. Nein. 0. Doch. Okay, ich sollte mich eher verdrücken. Good evening, dear comrade. You are on the verge of participating in an experiment that will bring benefits to the soldiers of the Soviet Union.
You will receive a gas that has been developed by our scientists that will keep you awake for almost 30 days. Rest assured that the gas is non-lethal and you will not be physically harmed during the course of the experiment. After the completion of this experiment, your freedom will be granted and you will be able to return to your families. The gas will be released now. Okay, wir bekommen irgendein Gas ab, wir sollen 30 Tage dadurch wach bleiben und wenn es vorbei ist, dann kommen wir wohlbehalten zu unseren Familien zurück. Hey, Kumpel! Hast du schon dein Gas bekommen? I'm bored already. And these books are shit. I can't wait for this damn experiment to end. Was gibt's denn hier Leckeres? Geil, Wurst! Doch nichts Besseres als Wurst, oder? Brot. Und man kann kacken gehen mit einem Vorhang. Was für ein Luxus. Radio. Ist das so ein Spiegel, wo man mich sehen kann? Hallo. LW3. Warte. LW3. Dreimal drehen? MW2. Und hier 5. Alles klar, ich bin erstmal erstmal weggeglitscht. Er hat Frauen und Kinder ermordet. Er hat das Gebäude gesprengt und er hat kein Zeitgefühl mehr. Und er dreht schon wieder durch, ne? Also, Kumpel, du brauchst auf jeden Fall deine Tabletten. Er scheint wohl ein Soldat gewesen zu sein. Und er macht das Experiment, um seine Sünden damit reinzuwaschen. Ein unbekannter Serienmörder sucht die Stadt heim. Was ist das für ein Geräusch? Okay, bist du der Serienmörder? Okay, brutale Morde, Panik in der Community. Die Stadt war einst friedlich. Doch jetzt tobt ein Wirbelwind von Schrecken und Terror durch den Serienmörder. Keine Verbindung zwischen den Opfern. Natürlich war er auch jemand mit Erfahrung. Keine Empathie. Mörderische Präzision. Keiner weiß, wer das nächste Opfer sein wird oder welchen nächsten Schritt dieses Monster plant. Es ist, als wäre man in einem Horrorfilm. Wow, Gott, yep. Was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Was zum Geier? Ganz schön krank.
ganz schön krank, was hier abgeht. Ein Spiegel. What? Moment, hier können wir rein? Ja, noch ein Spiegel. War das gut? Oh, Kacke! Hey, das muss ja nicht gleich so enden. Okay, er ist weg. Ich teile mir meinen Verstand mit einem Serienmörder, ist aber nett. Oh Gott! Oh Mann! Holy! Kann ich da durch? Kamin. Schatulle. Komme ich jetzt wieder zurück zu dem Kaminzimmer. Ist da was? Da ist auf jeden Fall eine Box. Hm. Altes Sofa. Da sind wir ja durchgegangen. Ich weiß halt nicht, was wir genau suchen. Da ist eine Tür. Uhr. Noch ein Durchgang. Bild an der Wand. Unser Geheimnis. 381. Ich glaube, die Schatulle ist wichtig. Aber irgendwie scheint sie noch nicht komplett zu sein. Was ist das jetzt für ein Raum? Ha. Da habe ich auf die Tür gelenkt. Aber ich kann sie nicht auswählen. Das Ding. Aber was mache ich mit der 381? Da. Da ist was. So. Okay, wo ist der Raum? Wo ist der Raum? Wo ist der Raum? Hier. Das ist eine coole Mechanik. Clever. 3, 8. Das ist immer dasselbe Schloss, ne? Wie oft ich dieses Schloss schon geöffnet habe in Indie-Horror-Games, das ist erschreckend. Old Chest. Die Old Chest habe ich hier drüben schon freigelegt. Oder? Eine Tür. Hm. Okay, ich habe das Rätsel gelöst. Und zwar, ihr müsst alles so hindrehen, dass es wirklich in der Reihenfolge sitzt. Sonst kommt diese Tür hier nicht. Ihr müsst also gucken, dass hier der Vorhang ist. Bei dem anderen das Bild. Dann bei dem hier die Schatulle. Und beim letzten die Tür. Und dann erscheint auch diese Tür hier. Dann kann man diese Tür mit dem Schlüssel, den man aus der Schatulle hat, öffnen. Wenn sie denn aufgehen möchte. Sie geht nicht auf. Jetzt. Und kann hier hindurch. Muss man erstmal drauf kommen, dass wirklich auch alles aktiv bleiben muss, damit die Tür kommt. A new victim has been found. The count of discovered dead bodies has escalated to 9. The authorities are clueless about the identity of the murderer. At any given moment, there could be more victims. But you knew who the murderer was, right? Why did you decide to hold on to this secret?
Was it due to fear or doubt? Your apathy resulted in the deaths of numerous innocent individuals. You could have halted all this with a mere report to the police. You opted to let the murderer walk free, implicating you in his heinous crimes. You chose to be the executioner of those people. But this was just the beginning, wasn't it? Kommt er mich jetzt holen? Oh Mann, ich bin dran schuld. Aber was hat das mit dem Schlafexperiment zu tun? Oder drehe ich halt einfach nur ab? Vermische Informationen, die ich gelesen habe, weil ich keinen Schlaf kriege. Was zur Hölle? Das war jetzt die Demo von The Sleep Experiment. Ja, vielleicht, eventuell kann daraus ein nettes Spiel werden. Ich bin offen. Ich bin offen für alles. Schauen wir mal. Gut, vielleicht haben wir noch ein kleines Game in der Hinterhand. Wir alle kennen den unendlichen Schrecken eines feuchten Flurs. Es gibt nichts Grausameres, als auszurutschen. Und dementsprechend widmen wir uns jetzt dem krassesten Horrorspiel, The Floor is Wet. Das ist böse. Hello, das ist richtig thanks for böse. Accepting our request. Your cleaning company was recommended to us as the best cleaning company in USA. Your task is pretty simple. There was an, well, an incident. Uh-huh. But don't worry, we have already eliminated the aftermath of the incident. You just need to clean everything here and we will pay to you. Guck mal, ich mach schon mal hier den Aufzug ein bisschen sauber. Siehst du hier, ich bin der Beste. Oh Gott, das sieht ja übel aus. Was ist denn hier ausgelaufen? Kann man das wegmachen? Da ist jemand ausgerutscht und wahrscheinlich gummiballähnlich gegen alle Kanten, alle scharfen Betonkanten geschleudert und ist so gestorben. Ja, so sterben viele Menschen. Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Oh, das ist ein dicker, fetter Fleck. Der geht gar nicht weg. Doch, jetzt. Ist alles Marmelade hier. Dann schrubben wir mal den Boden wieder sauber. Hier ist noch ein schöner Fleck. Da noch einer. Boah, der ist auch wieder hier besonders zäh. Taschenlampe? Habe ich sowas wie eine Taschenlampe? Crime Scene, do not enter. Na, ich bin ja auch Tatortreiniger. Na, ich kenne mich mit sowas aus. Ich mache sowas öfters. So, schön alles wegschruppen. Mit meinem Power Swiffer 500 ist das alles gar kein Problem. Geräusch, ne? All right, your job is done. Thank you. You will be paid on the upper floor, so please follow back to the elevator and get up. Easy money, baby. Easy money. Was war denn das? Ending 1 von 3? What? Das war verdammt gruselig. Putzen. Putzen ist echt der pure Horror für viele Menschen da draußen. Ich liebe es. Your cleaning company was recommended to us as the best cleaning company in USA. Your task is pretty simple. There was an, well, an incident. But don't worry, we have already eliminated the aftermath of the incident. You just need to clean everything here and we will pay to you.
Na dann lass mich raus. Merkwürdig. Ich könnte schwören, ich war schon mal hier. Kommt mir alles so vertraut vor mit dem Job hier. Huh. Also irgendwas hat gekracht. Irgendwas hat hier unten gescheppert. Aber ich bin einfach gegangen, so wie man es richtig macht, Kinder. Das war eigentlich jetzt das offizielle Ende, wie man es richtig macht. Man geht nicht nachsehen. Warum auch? Ist ja nicht dein Gebäude. Juckt doch nicht, wenn da was kaputt geht. Du bist hier, um zu putzen und Geld zu kriegen. Dann nimmst dein Geld und gehst. Alles andere interessiert dich in feuchten Dreck. Warum geht der Fleck nicht weg? Warum ist das so ein Hardcore-Fleck? Ah, geht nicht weg. Easy. Easy, aber der hat sich richtig in den Boden reingebrannt. Endlich. Richtig ätzend, das Zeug. So, bist du der Letzte? Ne, hier ist noch einer. Alright, your job is done. Thank you. You will be paid on the upper floor, so please, follow back to the elevator and get up. Was war das denn? Ich sollte mal nachsehen gehen. Oh no! Oh no, was? Sorry, but we can't allow you to leave. Was ist das denn für ein Ding? Hey, war nicht richtig? Here we go again. Okay, was ist das für ein Ding? Ist das irgend so eine Rassismusnummer? So ein rassistisches Maskottchen, das man weggesperrt hat? Okay, er sagt, er kann es nicht erlauben zu gehen. Was soll ich denn tun? Es gibt ja immerhin hier noch zwei weitere Endings. Oh, hier ist ein Fleck. Oh! Alright, ich glaube, ich muss den Fleck wegmachen. Also, das erste Ende ist es, zu entkommen durch den Aufzug. Das zweite Ende, da sind wir dran. Und das dritte Ende haben wir eben gerade gesehen. Wenn dich dieses merkwürdige, ausgemusterte, rassistische Maskottchen frisst. Ja, das ist das dritte Ende. Das zweite Ende, ich weiß sogar, wie es funktioniert, ist hochkomplex und ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, denn wie gesagt, es ist hochkomplex. Passt auf. Ich werde es euch zeigen. Und zwar eigentlich voll das Dreckspiel, aber irgendwie will man es doch schaffen. Jeder Fleck hat so seine Hitbox gefühlt und die musste treffen. So, das hier. Na komm schon. Dankeschön. Also, das zweite Ende. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Aber ich werde es versuchen. Für euch. Einmal zumindest. Alright, your job is done. Und zwar bricht er ja hier durch, ne? Hier bricht das Ding durch. Und da entsteht ein Fleck. Und den musst du wegmachen. Ich glaube, das ist das zweite Ende. Kaboom! Was kann das denn gewesen sein? Oh Gott! Klang, als würde ein Maskottchen durch die Wand brechen. Oh no! Oh, no. Sorry, but we can't allow you to leave. Es ist Racist Boy! Das Problem ist nur, du bist da hinten halt auch noch stuckt. Hat er mich verloren? Nein, hat er nicht. Nee. Den Fleck, das kannst du voll vergessen. Du bist da hinten stuckt. Du kommst da nicht ran. Extrem weird designed und programmiert. Ah, gut, ein Versuch noch. Ein allerletzten Versuch. Your task is pretty simple. There was an incident. But don't worry, we have already eliminated the aftermath of the incident.
You just need to clean everything here and we will pay to you. Das mache ich nicht alles für Geld. Für den letzten Fleck da hinten will ich einen dicken, fetten Bonus. Da kriege ich einen Bonus. Ein Bonus! So, das hier wegwischen. Ja, ich überlege gerade, ja, hier irgendwie durchziehen. Aber das Ding lässt sich halt auch nicht austricksen, ne? Das ist zu intelligent. So, hier ist alles clean. Da ist noch ein bisschen Marmelade. Hört ihr das? Irgendwas macht hier richtig Krach. Dann hast du auch noch so einen Fleck, der so eine doofe Hitbox wieder hat. Mach weg. Mach weg, dat Fleck. Müsste halt schon so sein, dass wenn der Fleck weg ist, dass das Ding dann irgendwie sich direkt verpufft. Oder du bist halt echt in der Sackgasse drin und kannst ja auch nichts umstoßen oder so. Und man sieht ja, wie lange einige Flecken dauern. Also wie gesagt, letzter Versuch. Krach, bumm. Oh nein, es ist Willy, Fleck weg. Wenn du eine Sache hast, dann Flecken, die weg sind. Ich komm nicht mal richtig dran. Nee, vergiss es. Ist mir zu wild. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bewerten, kommentieren und tschüss.